Hallo und herzlich willkommen zu Isoware Live. Hallo. Heute zum Thema Deckendämmung, aber irgendjemand war schon so fleißig, hat uns vor der Sendung direkt angeschrieben, hat eine Frage zum Thema Glenfils, die wir natürlich gerne hier live in der Sendung beantworten. Dazu sind wir da, also postet euch, was euch einfällt, solange uns die Möglichkeit gegeben ist, die Fragen zu beantworten und euch auch zu zeigen, wie man es richtig macht, machen wir das. Genau. Also hier kam jetzt die Frage von Herrn Fleming. Wie kann ich verhindern, dass der Glenfils beim Verarbeiten immer wieder aus dem Sparren fällt und die Dachneigung hat nur 25 Grad? Das bedeutet, je steiler natürlich mein Dach ist, also je flacher mein Dach ist, desto mehr ist natürlich die Reibung hier reduziert, desto mehr fällt natürlich das Gewicht des Dämmstoffs ein bisschen mehr in die Rolle. Halt mal kurz, oder gibt es gerade Tanja? Ich muss gerade überlegen, Reibung. Ich zeige es jetzt einfach mal hier an einem Stück Glenfils. Umso flacher das Dach wird, umso komplexer wird es. Also in der Regel ist es so, dass es eigentlich eine Verarbeitungssache ist. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt zum Beispiel raue alte Sparren habe, dann ist natürlich die Haftung dort eigentlich besser für den Glenfils. Ich muss aber ganz oft auch beachten, dass die Sparren parallel sind. Es kann natürlich sein, dass der Sparren nach oben hin sind, unten 60 sind und oben plötzlich 62, aber ich habe 60 abgeschnitten. Oder halt 61 mit Klemmzuschlag, dann hält mir eigentlich nur noch die Hälfte des Klemmfilzes. So sieht's aus. Ist er noch dünner, dann habe ich natürlich noch reduziertere Klemmwirkung. In der Regel ist es aber eher dann meistens ein Zuschnittfehler. So, wir haben hier natürlich unser Profi-Schneidegerät, das Fastcut dabei. Wie sich's gehört für uns. Kleiner Tipp, Üwe macht es natürlich perfekt, die Rolle liegt gegen die Wand, kann jetzt nicht aufspringen, auch das einfach so mal eine Anmerkung von uns, die immer wieder Vorteile bringt. Du hast auf jeden Fall Platz zum Arbeiten, weil wenn du jetzt einen ganzen Raum damit auslegst, ist es natürlich schwerer. Super, vielen Dank. So, wir haben hier schon mal ein Maß eingestellt, Schneidhilfe, sprich die Unterlage drunter, ganz wichtig, damit ihr nicht irgendwo euer Messer gleich auf dem Beton stumpf macht. Da kommt schon wieder das iPad oder die Tanja mit iPad. So. Da oben. Hallo Tanja. Spannabstand zwischen 60 und 67 cm. Das heißt, ich gehe mal davon aus, nach der Angabe 60 und 67, dass wir hier wahrscheinlich entweder von einem Altbau sprechen, der dann variiert, der Spannabstand, oder andere Rahmenbedingungen. Tipp von uns, bei wirklich stark variierenden Sparrenabständen immer wieder neu messen. Das ist aufwendig, aber nur so, gerade bei so leicht geneigten Dächern, klemmt nachher auch der Klemmfilz drin. Ganz wichtig, Güven hat es hier nochmal gezeigt, war ich zu schnell, ich erzähle und Güven arbeitet. Sauber, rechtwinklig runterschneiden. Also, ich zeige es jetzt hier mal, nicht so oder so, sondern dass wir hier einen 90-Grad-Winkel haben. Damit ist gewährleistet, dass die gesamte Fläche hier und hier am Sparren anliegt. Also der Zentimeter Klemmwirkung dazu sorgt dann dafür, wenn es sauber an den Sparrenflanken anliegt, dass das eigentlich nicht rausfällt. Also da hat man natürlich jetzt Vorteil, wie jetzt mit dem Fastcut, wenn du mal gerade hältst. Das war jetzt einmal gleichmäßig, zweimal die 60 eingestellt. Wenn du gerade mal guckst, René. Also ich habe hier meine Pedals, an denen kann ich praktisch jederzeit einstellen, was für ein Maß ich haben möchte. Wenn ich jetzt natürlich unten 60 habe und ich merke, nach oben hin wird es zum Beispiel ein bisschen weiter, dann kann ich natürlich das da hier entsprechend noch einstellen. Dass man leicht einen Schrägschnitt hinkriegt. Schräg. Genau, hier. Aber einen gewollten, also nicht irgendwie Pi mal Daumen, sondern ist der Cut wirklich immer im 90-Grad-Winkel und damit die maximale sozusagen Andruckfläche für den Klemmwirkung. Genau. So, meistens wird aber leider das hier gemacht, ich zeige es auch nochmal. Achtung, und das ist das, wie man es nicht macht. Genau. Bevor es umfällt, kriege ich Ärger mit Peter. Apropos Peter, Grüße, einen Surfergruß muss ich machen hier, genau. Also die meisten schneiden leider mit so einer Latte. Das bedeutet, ich kipple hier schon mal. Das habe ich mit dem Fastcut zum Beispiel gar nicht gehabt. Und in dem Augenblick, wo ich kipple, bin ich natürlich, wenn ich mich am Holz anlege, nicht im 90-Grad-Winkel. Also ich versuche es mal mit 90 Grad. Und jetzt merke ich, ist mein Schuh schon wieder im Weg. Und so arbeite ich mich zurück. Das ist jetzt ein scharfes Messer mit einer Schneidunterlage. Also da sollte man auch darauf achten, dass man dann nicht den Dämmstoff reißt. So. Gefährlich auf so einer dünnen Latte. Ja, siehst du, das kommt auch vor, dass man dann mit Einmalschneiden auch nicht durchkommt, weil man nämlich dann mehr Dämmung drückt. Ich zeige es jetzt mal so. Das wäre 90 Grad gewesen. So, ihr merkt,
hier oben geht euch ganz klar der Anpressdruck des Filzes gegen die Spanplatte verloren. Das ist der Zentimeter, der mir fehlt. Also das kann auch eine Fehlerquelle sein. Genau. So, das war jetzt mal ein ganz kurzer Exkurs auf die Frage des Users. Und wir hoffen, ein paar Tipps gegeben zu haben, die helfen. Ja, also wieder hier. Ansonsten halt mit Klebeband oder mit so einem kleinen Stück Seil irgendwo antackern, dass wirklich, wenn da jetzt natürlich schon Dämmstoff eingebaut ist, dass er nicht die ganze Zeit runterfällt und nacharbeiten muss. Aber in der Regel ist es wirklich der Zuschnitt, der dann halt praktisch die Qualität auch der Klemmwirkung bewirkt. Güven sagt es gerade, Klebeband, wir haben auch schon, was weiß ich, eine ganz billige Paketschnur genommen bei irgendwas, ein schmales Sachen. Band, wozu? Tageshalt zur Not kurz ansparen, genau. So dass es auf jeden Fall lagegesichert ist, bis die Folie kommt. Und danach ganz wichtig, unbedingt bitte auch die Unterkonstruktionslatten machen. Weil der Gewicht des Dämmstoffs liegt sonst nämlich auf der Folie und damit auf den Tackernadeln. Wenn die ausreißen, gibt es Probleme. Gut. Wirklich die Latten dann auch überall in allen Bereichen reinmachen. So, wir stellen das jetzt einfach mir um die Ecke. Den lassen wir gerade hier liegen. Den lassen wir liegen? Ja. Oder wollen wir nachher noch streichen? Da komme ich hin. Wenn er das sagt. Gut. Jetzt zum eigentlichen Thema. Genau. Was habt ihr die letzten Wochen hier gemacht ohne mich? Also was wir hier gemacht haben ist, in dem Augenblick, wir haben jetzt mit dem Uwe Renner gezeigt von den Kollegen von Weber, wie man so eine Deckenplatte natürlich klebt und vor allem halt auch zum Beispiel mit einem entsprechenden Dünnspachtel sozusagen überzieht, gerade in dem Bereich der Ecken. Dünnspachtel, für mich ist das ein Putz, aber ich habe gelernt, der Fachausdruck ist ein Dünnspachtel. Mehrstufiges System, habe ich gelernt, erst kommt ein Grundputz drauf, dann das Armierungsgewebe und dann wird nochmal drüber gestrichen oder drüber gezogen. Ja, also in der Regel massierst du eigentlich dieses 4x4 Gewebe sozusagen in das, was du vorher angebracht hast, ein. Also in der Regel ist es wirklich ein Auftrag von 3 bis 4 mm, das wir dann eigentlich dann behandeln. Also jetzt nicht irgendwie ein Zentimeter oder 2 cm Putz da drauf bringen, das ist wirklich was ganz anderes. Das ist wirklich eine entsprechende Spachtelung, die schön robust ist. So, und das war auch so ein bisschen der Hinweis. Das ist wie ein Wärmedämmverbundsystem außen an der Wand. Also hier kann ich dann schon mal richtig auch ein Regal ranlehnen und was weiß ich. Wenn ich das hier so sehe, unsere fließkaschierten Topdeckplatten, optisch toll, überhaupt keine Frage. Aber natürlich hier immer noch eine gewisse Weichheit. Die sind schon robust, das passt schon. Ich kann da auch mal, was weiß ich, das Gartenwerkzeug gegenlehnen oder ähnliches. Das passt schon. Mehr als nur Gartenwerkzeug. Das Produkt ist die Strongline, also die kann schon wirklich deutlich mehr. Ja. Aber es ist natürlich eine Anforderung, die ich halt einfach stelle. Wenn es die blanke Platte ist und ich habe geringe optische Ansprüche, dann kann ich sagen, dann reicht mir das. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich, wie gesagt, so einen entsprechenden Putz draufbringen, den ich dann auch streichen kann, werden wir auch heute tun. Oder ich gehe halt wirklich von vornherein auf eine Fläche, die dann halt optisch schon hochwertiger ist. Genau das ist das Thema heute. Also eins unserer Themen heute, nochmal die optische Auswertung der Topdeck Universal, so wie wir sie hier an der Decke verklebt haben. Genau. Universal heißt, ich kann alles mitmachen, universell einsetzbar. Ich kann sie hier einfach verklebt dran lassen. Wem das reicht, der sagt, ich bin alle halbe Jahre mal im Keller, für mich völlig ausreichend. Okay. Wer ein bisschen mehr will, hier verputzen oder, wie wir es gleich machen, verstreichen. Genau. Ich selber bin nicht ganz so der Freund von solchen Oberflächen, diese nackte Betonoptik. Dem einen oder anderen gefällt es, will ich ja nicht in Abrede stellen. Ich selber habe es gemerkt bei mir im Keller mit dieser Betonoptik. Das hat mir eine Zeit lang, es hat mir ausgereicht. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Keller müssen ja in der Regel künstlich belichtet werden. Wir haben ja im Keller selten Fenster, Lichtschächte oder ähnliches. Und in dem Augenblick, wo ich dann genau das gemacht habe, was wir heute zeigen, nämlich mit einer speziellen Farbe nachgestrichen habe, das war einfach viel, viel heller, es ist viel freundlicher und jetzt taugt das Ding auch dementsprechend als Arbeitszimmer. Das wollen wir heute zeigen. Wir können hier drauf streichen, wir können hier drauf streichen. Mit was machen wir es denn, Güven? Ja, wir haben dazu bei uns in unseren Prospekten natürlich eine entsprechende Klebeempfehlung. Und neben der Klebeempfehlung gibt es auch eine Farbeempfehlung, die wir dort haben. Also die Tanja kann euch nachher das Prospekt dann kurz einblenden zu der Broschüre. Da ist es zum Beispiel jetzt hier beispielhaft eine Farbe von Brillux. Wichtig ist es halt, dass es eine Silikatfarbe ist, die für den Innenbereich zugelassen ist. Also erkennt man an diesen verschiedenen Piktogrammen. Das bedeutet, ich habe hier einmal Anwendung innen, ich kann es von Hand rühren, ich kann es entsprechend mit einer Walze aufbringen oder halt auch mit dem Pinsel oder auch als Airless-System also aufsprühen. Das bedeutet, ich habe verschiedene Varianten, mit denen ich dann arbeiten kann und ganz wichtig ist, dass das Ganze natürlich auch deckend ist und ganz wichtig, also noch wichtiger eigentlich als die anderen Sachen, ich kann sowas natürlich auch in Tiefgaragen verwenden,
Aber ich muss darauf achten, dass ich ein Produkt verwende, das auf jeden Fall meine Nichtbrennbarkeit plötzlich einer Platte nicht in die Knie zwingt. Unsere Universal ist zum Beispiel ein Produkt A1, nicht brennbar. Und wenn ich da zu viel Farbe aufbringen sollte, kann ich auch dieses System ganz schnell in die Knie zwingen. Wir gehen gleich nochmal bei der Verarbeitung drauf ein. Genau. Habe ich heute auch gelernt, als wir darüber gesprochen haben, hier die Platten zu streichen. Und natürlich haben wir das auch schon mal ein bisschen durchgetestet. Habe ich dann gesagt, Güven, geh doch ruhig nochmal drüber. Das kann ja ruhig richtig satt drauf sein, damit es schön weiß wirkt. Nein, ich habe gelernt, genauso viel wie nötig, aber nicht mehr. Genau. Also deckend drüber gehen. Aber verändert bitte den Brandschutz eurer Topdeckplatten, also sprich eurer Deckendämmung nicht, indem ihr da massiv Farbe aufbringt, dann kann euch die Brandschutzklasse kippen, ist nicht sinnvoll, entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen, so sie denn da sind und es bringt genau, nichts. Das ist das Hauptargument sozusagen. Also du kannst ja gerade nochmal in die Kamera halten. Wir haben verschiedene Farbempfehlungen drin, die findet ihr übrigens auch im Internet so, zu dem Produkt. Wir sprechen über das Prospekt. Und hier haben wir auf der Seite 14 die dementsprechenden Farbempfehlungen aus dem Hause Isover. Wer genau hinguckt, wird merken, hey, Brillux-Farbe ist ja noch gar nicht dabei. Ja, die haben wir gerade frisch getestet. Die wird auch aufgenommen. In der nächsten Auflage des Prospekts wird auch die Farbe hier genau erscheinen. Der Kollege, der das gemacht hat, der Marc, hat es schon mal getestet und der testet auch noch weitere Farben. Also es kann sein, dass sich diese Liste aktualisiert. Am besten immer wieder im Internet nachschauen. Das sind die aktuellen Empfehlungen dann von uns dran. Wir halten euch da wirklich auf dem aktuellen Stand. Genau. Sind immer wieder am Testen, was man noch verwenden kann, was vielleicht sogar noch besser ist und ähnliches. Ja, damit ihr immer ein optimales Ergebnis hinbekommt. Vielleicht da noch ein kleiner Zusatz. Die Farben, die wir dort empfehlen, die eignen sich übrigens auch für die Bearbeitung der Kanten hier. Das bedeutet, ich müsste auch hier jetzt nicht direkt irgendwie noch eine Spachtelung aufbringen, bevor ich das Ganze streichen kann, sondern ich kann mit der Farbe auch direkt wirklich auf offene Kanten gehen. Kann man. Im Bereich von Stürzen und zum Beispiel Stützen ganz wichtig. Es ist zwar relativ selten der Fall, aber Güven sagt es gerade, es gibt solche Konstruktionen, Stürze, Überhänge und ähnliches. Wem das hier nicht so zusagt, ist auch streichbar. Dann aber bitte vorher grundieren. Habe ich das richtig verstanden? Also eine Grundierung empfiehlt sich dahingehend, dass ich dann halt wirklich weniger Farbe benutze, weil dann zieht sich die Farbe weniger ein und ich habe eine sehr schöne Deckkraft. Also gerade in den Kantenbereichen empfiehlt sich sowieso eine Grundierung. Ja. Also das wirklich nur aufbringen, dann habe ich einen sauberen Untergrund, an den ich Support anschließen kann. Also eine Grundierung hilft eigentlich in der Richtung sofort. Hier halte ich es auch für dringend erforderlich. Hier aus meiner Erfahrung eher ist es, glaube ich, nicht erforderlich. Wir haben hier eine schöne Grundierung drauf. Genau, das ist der Haftvermittler schon von rein mitgeliefert. Also können wir ja gleich das Ergebnis sehen. So, bevor wir an Streichen gehen, Güven, mit was streichst du? Oder du streichst ja nicht, du rollst. Genau, also ich habe heute praktisch das, was jeder normale Bauherr auch wahrscheinlich machen wird, entsprechende Farbaufwalz, mit einer Farbwalze die Farbe aufzutragen. Ich zeige es dir gerade nochmal, da kann man es am besten so mal sehen. Das ist einfach wirklich eine klassische Lamplüschrolle. Entsprechend breit. Wichtig ist aber, dass man darauf achtet, dass ich eine entsprechende Haarlänge habe von 18, 22 mm. Das bedeutet, ist das Ding hier entsprechend lang genug, nimmt es so viel Farbe auf, dass ich es auch in diesen Untergrund einbringe. Ich sehe es jetzt gleich, weil wir haben ja dadurch, dass die Topdeck universal strukturiert ist, ich sage jetzt mal Berg und Tal, und ist es zu kurz florig, dann ist es so, dass ich nur auf die Berge sozusagen, auf die Spitzen die Farbe aufbringe, aber in die Täler nicht. Und dann drücke ich immer wieder und arbeite in der Regel viel zu viel Zeit und Geld. Gut. Dann nimm doch schon die angefangen, die wir beim Test hatten. So, ich habe hier mal ein bisschen aufgeräumt, damit der Güven hier frei laufen kann. Dankeschön. So. So, wo ist jetzt mein Sieb? Fort. Tja. Nichtsdestotrotz kriegt man das hin. Güven. Ja, also wichtig ist, wenn man Haushalt Farbe auflädt, findet man alles wieder. Genau, der hintere bitte, sonst läuft man die Sand so rein. Wichtig ist, dass man das gleichmäßig sozusagen hier mit dem Sieb verteilt auf die Walze. Es muss nicht tropfen oder so, es reicht, wenn es drauf ist. Und das ist jetzt, wie gesagt, der Erstfarbauftrag. Ich mache mir jetzt hier so einen Streifen. Ist das Verputzte? Ja, klar. Und da seht ihr, im Grunde genommen, zweimal hin, zweimal zurück und dann ist das eigentlich schon deckend aufgetragen. Ja, also die Farbe hat eine relativ dicke Konsistenz. Das heißt, die tropft auch nicht so direkt. Die tropft euch nicht weg. Das ist natürlich immer abhängig davon, wie viel ich aufbringe oder so. Ja. So, bei Überkopfgüben vielleicht dann doch zur Brille greifen. Wir wollen ja nicht, dass hier was in die Augen spritzt. Die Besten sterben jung. So viel zum Thema Arbeitsschutz in der Sendung. Aber als Papa darf ich nicht jung sterben, sonst habe ich ja nichts von meiner Rente. Wäre ja schade.
So. Also man sieht, man kann das optisch deutlich aufwerten, indem man sagt, ich möchte selbst das, was normal Betongrau ist, zum Beispiel nicht haben. Das meinte ich erst, wenn ihr jetzt nochmal euch in die Situation versetzt, der gesamte Raum, der Farbton ist immer so eine Sache, dann gehe ich mit der Farbe drüber, verändere die Baustoffklasse nicht, bleib also definitiv nicht brennbar, helle das Ganze von sich aus schon auf und kann dann dementsprechend mit einer künstlichen Beleuchtung für richtig helles Licht im Raum sorgen. Genau. Was halt wichtig ist, ist, dass man zum Beispiel halt auch eine kleine Walze mal dabei hat, auch als Langhaar sozusagen. Variante. Genau, gerade für die Kanten hier unten. Ja, die Langhaar-Varianten sind bei dem einen oder anderen bei uns schon vorbei. Ich verstehe nicht, was du meinst. Also was ich hier übrigens gemacht habe, hier mit dem, das hatte ich letztes Mal schon gezeigt, mit dem entsprechenden Abdeckstreifen, Abklebestreifen jetzt von Rigips entsprechend hier schon geschützt, sodass ich da auch nicht an die ursprüngliche Wand rangehe und natürlich dann die Eckbereiche. Also normalerweise wird man hier einen Pinsel nehmen, geht das schön vorher drüber und arbeitet dann sozusagen diese Eckbereiche aus. Ja, der ein oder andere Maler. Ich höre jetzt mal auf. Unter den Zuschauern wird uns jetzt gerade am liebsten den Kopf umdrehen wollen. Klar, so in Ecken macht man nachher mit dem Pinsel, da bereitet man eigentlich vorher und dann walzt man hin. So. Also man sieht Unterschied, deutlich heller, optisch natürlich auch hochwertiger. Finde ich auch. Jetzt kommen wir eigentlich, das war ja so ein bisschen die Pflicht, jetzt kommen wir mal zur Kür. Genau. Wie verhält sich die Farbe und deine Lammhaar-, Langhaarrolle auf unserer unvorbereiteten Platte, die einfach jetzt hier an die Decke geklebt ist? Also unvorbereitet nicht in dem Sinne, da ist auch wie gesagt der Halbvermittler drauf. Ich gehe jetzt direkt drauf und jetzt sieht man ja, dass ich diese Berge und die Täler habe. Es macht Sinn natürlich jetzt in diese Richtung zu streichen. Eigentlich in Deckung. Und man sieht, einwandfrei. Funktioniert genauso. Ich mache mal die Kante schön sauber. Also so. Das ist eine hochwertige Oberfläche, die ich sehr schnell dahin kriege. Sieht sehr gut aus. Ja. Ja, mit unvorbereitet, Güben hat natürlich recht, meinte ich, dass die Platte ja schon alleine diesen Haftvermittler drauf hat. Genau. Ich muss jetzt nichts zusätzlich machen. Ich habe sie an die Decke geklebt und kann jetzt mit der Farbe direkt drauf gehen. Genau. Das ist schon eine runde Sache. Deswegen universal. Also man kann sehen. Mach ruhig den Streifen nochmal fertig, Güben. Genau. Also man sieht, dass ich da jetzt nicht extra halt eine Grundierung brauche, aber eine Grundierung sorgt dafür, dass ich jetzt halt nicht 3, 4, 5 Mal über so eine Ecke drüber muss, sondern wirklich einen sauberen Abschluss habe. So. Was aber jetzt natürlich umso mehr auffällt, ist dann in dem Augenblick, das muss man ehrlich auch sagen, was ich hier gemacht habe, sind zwei Sachen. Ich habe natürlich in dem Augenblick, wo die Poren offen sind und hier der Schall in diese Dämmung eindringen kann, also die Absorptionsklasse A hier deutlich reduziert, indem ich jetzt praktisch hier viel weniger Schall einbringen kann, also mein Alpha sozusagen reduziert. Damit ist praktisch, ob ich es jetzt beschichte oder halt Farbaufstrich mache, mein Schallschutz deutlich in die Knie gegangen. Das ist ganz klar. Das ist richtig, der Hinweis ist sehr wichtig. Solche harten Oberflächen können den Schall nicht absorbieren wie solche weichen. Das ist klar? Genau. Also daran denken, in Tiefgaragen oder Ähnlichem, wo wirklich viel Verkehr ist und wo dann die Halle, der Raum so groß ist, dass es zur Halligkeit kommt, dann ist das eher nicht zu empfehlen. Dann bitte wirklich die Platten entweder so lassen oder natürlich hier auf die hochwertigen Platten Strongline, ähnliches, also sprich unsere fließkaschierten Produkte zurückgreifen. Genau. Sind wir uns einig? Man kann also abwägen, was brauche ich und was hat Isolair dafür? Im Grunde genommen, wir haben für jede Anforderung die entsprechende Platte. Genau. Und was als zweites noch zu ergänzen ist, in dem Augenblick, wo ich natürlich solche Stöße habe oder so offene Fugen, wenn der René gerade mal näher kommt, die fallen natürlich deutlich ins Auge. Also der Kontrast wird jetzt natürlich größer. Ich habe hier eine weiße Oberfläche und wenn ich jetzt hier so einen Stoß drin habe, der wirkt sich natürlich durch seine farbliche, durch sein Absetzen, durch seine Dunkelheit zu dem Weiß natürlich viel krasser. Der wirkt viel krasser, der wirkt viel auffälliger. Aber nichtsdestotrotz, es ist alles eine Frage des Geschmacks. Ich finde es immer noch so, mein persönlicher Geschmack, schöner, als sie unbehandelt an der Decke zu lassen. Das muss jeder für sich entscheiden. Genau. Was aber bitte nicht gemacht wird, und das ist für alle Platten in dem Augenblick, die fließkaschiert sind. Die fließkaschierten Platten werden nicht mit Farbe beschichtet. Also das heißt nicht gestrichen oder sonst was. Weil in dem Augenblick habt ihr die Farbe nur auf dem Vlies drauf und diese lange Feuchtigkeit, die Farbe erstmal hat, wirkt auf den Kleber und dann kann sein, dass euch das ganze Vlies runterkommt. Dann habt ihr nichts gewonnen. Bitte beschichtete Platten nicht irgendwie anfangen hier zu streichen. Ja. Ich versuche mal hier so eine Kante zu streichen.
Also wie gesagt, idealerweise wäre die jetzt grundiert gewesen, aber nichtsdestotrotz, man sieht, da muss man vielleicht das ein oder andere Mal drüber. Aber die Farben, die wir euch empfehlen, die eignen sich alle auch für die Kantenbeschichtung. Ganz wichtig. Sonst testen wir ja nur, ob sie deckt oder nicht deckt. Das wäre uns zu wenig. Ja. Wir möchten auch praktisch in den Kantenbereichen hier die Leistung bringen. Und da sieht man, dass die Farbe schon ein bisschen einzieht und dass der Stich nochmal durchschlägt. Und das zwei, drei, vier, fünfmal streichen, das ist nicht so. Nee. Da empfiehlt sich wirklich an den Kanten auch eine entsprechende Grundierung aufzubringen. Mhm. Ganz wichtig. Das war jetzt eher eine Art Test, als euch zu zeigen, wie es richtig geht. Üben sagt völlig zu Recht, die dunkelt nach. Man könnte jetzt ja rein theoretisch sagen, ich lasse trocknen, dann gehe ich nochmal drüber und so weiter. Dann haben wir eine Menge Farbe da drauf, was eventuell negativ sich auf die Brandlast auswirkt. Grundieren, streichen. Im normalen Wohnungsbau ist das eher kein Problem, aber in dem Augenblick, wo ich wirklich Tiefgaragen habe, über 1000 Quadratmeter, wo alles nicht brennbar sein soll und darunter halt auch mitunter die Kombination von Farbe und Platte, dann muss ich gucken, dass ich A2 auf jeden Fall nicht überschreite. Jetzt sind wir gerade bei einem interessanten Thema und das ist die Brücke zu unserem nächsten Thema. Tiefgaragen, Tiefgaragenverordnung, Vorschriften. Genau. So, jetzt hätte ich beinahe rangegriffen. Verklebte Montage. Letzten zwei Folgen habt ihr gesehen. Jetzt kommt die Tiefgaragenverordnung und sagt mir, bei Flächenlasten über 15 Kilo pro Quadratmeter, und das habt ihr mit so einer 140 mm starken Dämmung durchaus schon mal. In Steinwolle auf jeden Fall. In Steinwolle auf jeden Fall. Da kommst du sehr schnell dran. So, muss in Abhängigkeit der Tiefgaragenverordnung teilweise verdübelt werden. Genau. Zusätzlich zur Verklebung. Und zum Thema Dübeln wollen wir heute auch zeigen, wie es richtig geht. Genau. Welche Möglichkeiten der Dübel haben wir denn da erstmal geübt? Also wir haben hier natürlich die Möglichkeit, über einen ganz normalen Kunststoffdübel zu arbeiten. Der sieht folgendermaßen aus. Ja, auf der nächsten Seite, genau. Was auf der nächsten? Hier. So, und wir haben hier Empfehlungen drin praktisch für die Dübelmontage. Wie gesagt, je nachdem, ob Brandschutzvorgaben sind, kann sein, dass eine Verdübelung nötig wird, genauso wie zum Beispiel, wenn der Untergrund nicht tragfähig ist. Richtig. Heißt zum Beispiel im Neubau, wenn ich eine Betondecke frisch eingeschalt hatte und dann diese Schalung entferne, ist da noch Schalöl vielleicht zu viel drauf. Das kann natürlich dafür sorgen, dass ich praktisch, egal was ich versuche da zu kleben, auf Öl klebe, das hält mir nicht. Ja. Dann wird eine Verdübelung Pflicht, weil sonst fällt mir das runter. Und da kann ich natürlich ganz normal auf den Kunststoffdübel aus dem Hause Weber zugreifen. Das wäre dann der STRU zum Beispiel, den ich dann in verschiedenen Längen kriege. Oder es ist plötzlich eine Kombination von Verdübeln und Brandschutz. Das kann dann so aussehen, da muss ich dann plötzlich auf Metalldübel zurückgreifen. Die gibt es dann auch über die Kollegen von Weber. Das da hier ist ein DDT-Metalldübel. Ich habe jetzt einen live hier vor mir. So, ich lege mal das war her. Für mich jetzt erstmal auch interessant. Beim Dübeln, wie es der Güven gerade gezeigt hat, ich hole mir das Prospekt nochmal, das war mir bis jetzt bekannt und klar. Typischer Dübel. Das heißt, ich bohre. Dann nehme ich den Dübel, schlag den ein und schraube. Metalldübel ist jetzt was? Also was ich natürlich nicht machen darf, wenn ich einen Brandschutzangaben habe, dass ich jetzt zum Beispiel auf gut Deutsch durch eine Dämmung ein Loch bohre, ein Kunststoffdübel und Fischerdübel zum Beispiel jetzt durch die Decke stecke, eine Metallschraube eindrehe mit irgendeinem entsprechenden Teller größer als 6 cm. Heißt im Umkehrschluss, wenn jetzt natürlich hier Feuer ausbricht, leitet das Metall diese Hitze weiter. Mein Kunststoffdübel schmilzt dahinter und plötzlich hält es nicht mehr. Also das funktioniert dann nicht. Dafür gibt es dann genau diesen Dübel, den DDT. Und der funktioniert in folgender Form. Ich nehme praktisch meine Dämmen, halte sie ran. Zeigen wir gleich. Genau. Und schraube die direkt in den Beton ein, ohne einen Kunststoffdübel. Also das ist für mich echt interessant gewesen. Du kannst mal die Struktur ja nochmal zeigen. So, das hier ist, liebe Zuschauer, keine Schraube. Nein, das ist ein Metalldübel. Für mich war das bisher immer eine Schraube. Gut, ich habe gelernt, so sieht ein Metalldübel aus. Ja, also und das ist schon was Spezielles. Also das ist schon ein entsprechendes, bauhaft sich zugelassenes und geprüftes Bauteil. Und nicht jede normale Holzbauschraube kann ich da in die Decke reinjagen. Das ist ja das Interessante für mich, was ich heute echt gelernt habe. Ich staune echt. Den schraubt man bei entsprechender Bohrung blank in den Beton. Der fräst sich selber rein. So, können wir heute leider nicht zeigen. Wir sind im Fotostudio. Wir konnten ganz schnell nicht mal eine Betondecke gießen und dann mal da drauf schrauben und bohren. Wir machen es heute einfach mal so. Aber auf eins könnt ihr euch verlassen. Auf der nächsten Baustelle, wo ich rumturne, werde ich das probieren. Das interessiert mich echt, dass das Ding sich einfach in den blanken Metall reinzieht.
Ja, da gibt es verschiedene Systeme von mehreren Herstellern, aber das ist eines der weiterentwickeln. Deswegen haben die Kollegen von Weber auch darauf zurückgegriffen, weil es einfach zugelassen ist. Gut. Wichtig ist dann noch, wie gesagt, dieser Teller. Bitte größer als 6 cm. Der hier hat jetzt 70 mm. Das bedeutet, der ist damit zugelassen. Ist jetzt auch nicht irgendwie ein Alublech oder so. Das ist wirklich Metall. Und den stülpe ich drüber. Bitte richtig rum drüber stülpen. Ich versuche es mal so hinzuhalten, dass man es erkennt. Also der hat hier wirklich seine Senke, wo dann die Schraube ebenbündig ist, weil wenn ich das verkehrt rum mache, steht mir die Schraube wirklich über. Also das, und das merkt will ich man, glaube ich. Genau, und das soll nicht Sinn der Sache sein. Es ist zwar zur Not beidseitig lackiert, damit da keiner in Versuchung kommt, um nochmal die Dübel aufzudrehen, aber geht so, dann doch besser. Üben, ich nehme die Platte, du darfst bohren. Also, Thema verdübeln. Angenommen, das wäre eine Betondecke. Dann hätte ich jetzt Schlag drin, den habe ich jetzt erstmal natürlich draußen. Das geht auch natürlich mit dem normalen so. Bohrer auch so. Wir nehmen die Platte, dabei aufpassen. Hier immer schön auf die Kanten aufpassen. Gehen wir so. Direkt Press ran. Kannst du machen, aber jetzt setzt du vorher bitte die Brille auf. Das stimmt, danke. Über Kopf arbeiten, Arbeitsschutz, gerade genau. Beim Bohren. Ganz wichtig. So. So. Jetzt zeigen wir euch erstmal, so würdet ihr auch ganz normal. Auch nicht schlecht. Kommt vor. Also bei Beton natürlich nicht, da schlage ich nicht einfach mal so durch. So, jetzt haben wir hier gebohrt. Genau, und jetzt rede ich gedübelt. 2 Stunden. Ja, und ich halte die Arme abfallen. So, also, Tellerdübel. Was wichtig ist, ist, es ist ein Torx-Antrieb. Also da kann ich wirklich mit sehr, sehr viel Werkzeug anarbeiten. Also ist jetzt nichts Besonderes. Setze es entsprechend mit meiner Dewalt-Maschine an, gehe durch. So. Sehr schön zu sehen. So ist es richtig. Entschuldigung, da bin ich an die Kamera gekommen, aber ist ja live. So. So, jetzt sagt ja jeder, das war ja einfach. Also Jungs, das schafft ja wohl jeder. Also was man hier jetzt schön sieht an der Seite zum Beispiel, sorry, es liegt satt an. Also wenn es wirklich ein schöner, ebener Untergrund ist, kann man auch mit der reinen Dübelmontage arbeiten, wenn es relativ schnell gehen soll. So. Was darf man nicht machen? Wer kann mit dem Begriff Matratzeneffekt was anfangen? Willst du oder will ich? Du willst. Ich will. So. Reicht, glaube ich, schon. Was sehen wir denn jetzt? Eine Matratze mit irgendwelchen Knöpfen drin. Also eine Stelle, die ich eingedrückt habe. Das ist natürlich nicht zielführend. Also da bringt die beste Platte nicht, in der besten Optik nicht. Wenn ich das so mache, sollte es nicht sein. Wenn es ganz dumm läuft, stanze ich damit sogar durch mein Vlies durch. Also ich habe einen Kollegen von mir, den Andreas wieder, Kraus. Wieder ein bisschen anziehen. Der sagt dann immer, wenn du Probleme haben willst, verdüble. Beim Dübeln, ganz einfach. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach mal schnell und Löcher und Dübel rein, sondern beim Bohren schon vernünftig mit Tiefenanschlag arbeiten, aufpassen. Das Zweite, wie ihr es jetzt gesehen habt, hier haben wir nämlich schon die ersten Risse im Vlies. Wenn ihr zu schnell schraubt, also zu tief. Ja, zu schnell und damit dann auch zu schnell reindreht und zu tief, rutscht ihr hier rein, ihr zerreißt euch das Vlies, das bringt es auch nicht. Ja, wir haben es gerade gesehen, wie eine Matratze aussieht. Ihr reduziert den Dämmstoff, die Dämmstoffstärke, und ein Dämmstoff kann nur in der Stärke dämmen, in der er da ist. Wenn ihr den zusammendrückt, dann kann ein 14er Dämmstoff, der auf 12 zusammengedrückt ist, der dämmt nur 12 cm. Fertig. Des Weiteren, Vliesbeschädigung, sagte ich, wenn wir Pech haben, machen wir jetzt nicht. Und wir hätten jetzt hier den Dübel gesetzt und diesen Matratze. Soll ich das mal machen? Mach's. Komm, machen wir doch. Wollte ich jetzt sagen, ist ja nicht wie bei armen Leuten, wir haben es ja. Ah, die Kollegen von Weber haben uns da schön ausgestattet. Grüße übrigens an den Uwe. So. Liegt Press an, würde vollkommen ausreichen. Ganz leicht gewölbt, aber wirklich ganz leicht, wunderbar. Aber das fällt nicht auf, genau. Und jetzt provozieren wir das mal. Ja, dreht nicht mehr. Wir ziehen uns hier die Ecke, dadurch, dass sie hier stramm gezogen wird,
von der Oberfläche weg. Genau, also spätestens, wenn ich jetzt hier eine zweite Platte ansetzen würde, kommt hier diese Ecke hier wieder runter, also die zieht es mir hier runter. Ja. Und dann gucke ich wieder auf dunkle Kanten und alle T-Stöße sind eigentlich hin. Deswegen gehen viele Verarbeiter her und machen dann die Dübel dann auch in den Bereich der T-Stöße, aber da ist der Dämmstoff ja noch weicher, weil ich ja die Fließwirkung auf ein Viertelkreis reduziere sozusagen. Ja. Die Ecke ist weicher als die Fläche hier. Heißt, wenn ich da zu schnell eintreibe, dann kommt man das erst recht runter. So, ihr seht, man kann kleben, man kann dübeln und man kann Schienenmontage machen. Genau, man kann auch fragen, habe ich gerade gesehen. Mach du. Genau. Hier kam gerade die Frage, wann muss die Dämmung nicht brennbar sein? Wann muss die Dämmung nicht brennbar sein? Also sehr oft ist es in öffentlichen Gebäuden, in größeren Gebäuden der Fall. Es gibt in jedem Bundesland eine sogenannte Tiefgaragenverordnung. Dort steht von Bundesland zu Bundesland teilweise unterschiedlich die Anforderungen drin. Wenn es solche Anforderungen gibt, sind die dort dementsprechend definiert. Im privaten Wohnungsbau ist es in der Regel nicht so, dass dort Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden, weil die Gebäude überschaubar von der Größe sind und dem privaten Hausherrn hier mehr oder minder selber überlassen wird, was er macht. Im Mehrfamilienhausbau sind mir jetzt auch keine Reglements bekannt oder keine Vorschriften bekannt. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir da dran denken, wie lang dort manche Kellergänge sind oder wie groß teilweise Tiefgaragen darunter liegende sind. Also von der Seite immer darauf achten, umso größer der Raum ist, umso höher wird die Brandlast, wenn ihr mit brennbaren Materialien arbeitet, wie irgendwelchen Schäumen. Von der Seite eher auf Mineralwolle, sprich Ultimate oder Glaswolle zurückgreifen, genau. Steinwolle. Funktioniert alles. Also das Ganze in Zahlen sozusagen. Es gibt eine Tiefgarage, wo die praktisch Kleingaragen, Mittelgaragen und Großgaragen definiert sind. Das heißt zum Beispiel, eine Kleingarage ist alles so bis 100 Quadratmeter. Zwischen 100 und 1000 Quadratmeter sagt man, das ist eine Mittelgarage bis Großgarage. Und alles über 1000 Quadratmeter Fläche, da ist die Vorgabe, dass alles, was ich dort montiere, wirklich auch nicht brennbar sein darf. Also da geht es von dem Kleber los, dass er entsprechend Minimum A2 hat. In Verbindung dann natürlich mit einer nicht brennbaren Platte, dann die Metalldübel und. Also da ist dann wirklich das Paket. Nichtsdestotrotz kann es auch mal vorkommen, dass jemand zum Beispiel aus einer regionalen Sache heraus entscheidet, dass zum Beispiel in einem normalen Wohnungsbau auch die Sachen gelten, die für die 1000 Quadratmeter Garagen gelten. Also es kann auch sehr, sehr, sehr schnell auch mal passieren, dass wirklich in einem normalen privaten Haushalt auch eine Vorgabe ist, wenn Kellerdämmung montiert wird, nicht brennbar, A1 und entsprechend auch Metalldübel vorgeschrieben sind, wenn es dann halt nötig wird. Das steht dementsprechend da drin. Wir können natürlich bis 140 mm locker nur mit dem reinen Kleber arbeiten, also wir können auch ohne Dübel arbeiten. Es wird dann halt irgendwann dann ab dem Gewicht dann natürlich eine Pflichtsache. Oder, wie gesagt, wenn es in der Ausschreibung steht. Genau. Zum Schluss der Sendung, was hast denn du da an die Wand geklebt? Ah, das habe ich mit dem Uwe gemacht, das haben wir euch noch gar nicht abgezogen, beziehungsweise wir haben ja zwei Verklebungen gemacht gehabt. Und zwar hatten wir einmal hier simulieren wollen, wie tragfähig der Untergrund ist. Das bedeutet, hier haben wir jetzt mal eine gestrichene Platte. Es kann aber sehr wohl im normalen Keller auch mal der Fall sein, dass zum Beispiel ein alter Anstrich drauf ist oder der Untergrund mal fünfmal gestrichen ist oder. Und da weiß ich nicht, ob das jetzt fest ist. Heißt, ich simuliere hier praktisch den normalen Kleberauftrag. Ich habe einmal eine erste Lage Kleber reingemacht, habe dann ein Gewebe, mit dem ich dann testen kann, sozusagen mit eingebettet, habe praktisch einen normalen Schichtauftrag von 5 mm circa aufgebracht. Und jetzt simuliere ich praktisch dadurch, wenn ich die Dämmung aufbringe auf eine Wand, wirkt ja praktisch die Feuchtigkeit da drin deutlich länger auf den Untergrund, auf die Farbe. Richtig. Also die ganze Schicht hier trocknet viel, viel langsamer aus. Wenn ich so ein Stück Folie drüber mache und das simuliere, dass ich da eine Deckendämmung sozusagen drauf habe. Die können wir jetzt mal wegnehmen. Es muss natürlich nicht unsere Klimamembran sein, also das reicht ein normales Stück Folie aus der Verpackung. Man sieht, dass es hier schön durchgetrocknet ist. Und jetzt ziehe ich einfach dran. Und jetzt sollte das Ergebnis folgendermaßen sein, wenn ich ziehe, sehe ich Folgendes. Ich habe partiell Farbe drauf, aber in der großen Summe bleibt hier praktisch der Kleber drauf hängen. Das ist jetzt nicht so, dass sich das komplett wirklich ablöst. Und es war ja auch dementsprechende Kraft erforderlich, das abzuziehen. Ja, ja, klar. Du hattest also einen guten... Also man zieht da dran, bis man es wegkriegt. Also nicht so, ob es hält, sondern man zieht dran und guckt sich dann den Hintergrund unten an, ob da jetzt irgendwo wirklich große Farbstücke mitgehen. Wenn jetzt natürlich sehr viel Farbe mitgekommen wäre,
dann wäre der Untergrund nicht tragfähig, dann hätte ich anfangen müssen, zum Beispiel mit den STRU-Dübeln zu arbeiten. Ja. Okay. Hier hätte ich jetzt gesagt, das funktioniert, weil hier ist wenig Farbe runter, der Untergrund ist tragfähig und damit kann ich natürlich wunderbar die Dämmung mit Klebemontage aufbringen. Also auch das ein Trick, nicht einfach das ganze Putzverfahren hier aufbringen, inklusive des Gewebes. Nach einem Tag ist es abgetrocknet, ziehe ich. Das stimmt so nicht, das funktioniert so nicht, weil eigentlich kommt ja hier unsere Platte drauf und verhindert das Austrocknen. Und das lange Feuchtbleiben kann dahinter die Farbe ablösen, kann dahinter die Farbe auflösen. Das funktioniert, wie der Güven schön gezeigt hat. Macht diesen Aufbau, klebt eine Folie ein, das simuliert die Dämmung drüber. Und dann probiert ihr nach, wie viele Tagen, das sind jetzt 14 Tage. Ja, komm mal gerade her, dann siehst du das mal, was das bewirkt. Also hier sieht man, dass der Kleber getrocknet ist. Hier ist er immer noch feucht. Das ist die Mitte der Folie. Das bedeutet, hier ist es wirklich weich. Der bröselt, der fällt mir wirklich weg. Ja. Also der ist noch nicht 100% durchgetrocknet. Und das simuliere ich mit dieser Folie. Ohne Folie wäre es natürlich kein Problem, weil dann trocknet der Kleber schneller, bevor er auf den Untergrund wirken kann. Ja. Dann funktioniert auch jeder Klebeversuch. Also wirklich draufkleben und dann Folie absperren. 3-4 Tage später oder halt mal eine Woche später mal dran ziehen und dann sieht man, okay, klappt oder klappt nicht. Gut. Wir haben, wie gesagt, geklebt, wir haben gedübelt, wir haben gestrichen. Was fehlt noch? Die Schienenmontage. Wann machen wir die? Praktisch in 2 Wochen natürlich. Dann ist der Peter auch wieder dabei. Und da geht es dann darum, dass wir dann wirklich in den Bereichen mal die Schienenmontage zeigen. Das wird dann relevant, wenn ich zum Beispiel viele Leitungen unten drunter habe an der Decke und die will ich jetzt nicht anfangen, irgendwie um die Dämmung rumzuschnipseln. Dann mache ich eine abgehängte Konstruktion und lege da die Dämmung ein. Da ist aber auch die optische Anforderung eine ganz andere als jetzt hier. Ja. Und da unsere Decke relativ tief ist und jetzt noch mit der Schienenmontage wird das dann der Güven und der Peter machen. Es ist so, dass ich mit meiner Körpergröße rankomme. Haben wir clever eingerichtet. Nee. Spaß beiseite. Man munkelt in 14 Tagen, das wäre unsere letzte Sendung in 2015. Gerade hast du mich erschreckt. Okay. Und von der Seite dürfte das schon das Weihnachtsspecial sein oder liege ich da falsch? Tanja? Alles nickt. Ja, die also Regie, in 2 Wochen. Die Regie nickt. Also in 2 Wochen. Als Moslem darf mich rausnehmen. Das weiß ich dann nicht. Also in 14 Tagen Weihnachtsspecial. Wer uns schon längere Zeit kennt, weiß, dass wir da auch ein bisschen was raushauen, uns ein bisschen was einfallen lassen. Schaltet wieder ein. Lohnt sich. Tschüss. Tschüss.